Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Es ist nicht nur irgendein Video, sondern es ist ein Video mit dem Victor, Legendary Victor Eras von Ich geh angeln. Ja, wir sind zusammen hier in Norwegen, jetzt schon seit fast einer Woche. Und wir haben eine weitere Legende mit dabei. Ihr könnt schon denken, wer dabei ist. Schreibt mal schnell in die Kommentare. Ja, es ist kein reiner Whisky, es ist kein reiner Rum, es ist ein reiner Korn. Hi! So, und wir haben die Ehre, wieder heute mit dem Rainer rauszufahren. Und heute machen wir ein schönes Potpourri, oder? Ach, an Fischarten. Und dann nehmen wir alles mit, was es gibt. Genau. Jetzt legen wir mal los. Ne? Geht's los. So, Leute, da seht ihr einen ganz motivierten Victor Eras von Ich geh angeln. So, Leute, was ihr nicht wisst, wir haben ja gestern bis um 3 gemacht. Leicht ein bisschen auch ein Sitzen noch. Wenn man so früh aufsteht, möchte man nichts lieber als... Ich meine, Hubertus würde jetzt auf jeden Fall Buletten draus machen. Ja, ich finde es gar nicht so schlimm. Das, was hier stinkt, sind die 5 Tage alten... Boah! Echt ein bisschen nach Scheiße. Okay, weg damit. Aber schaut mal her, Leute, das ist mega geil. Victor... Boah, sorry, ich kann es nicht mehr. Doch, du kannst. Bist du dicht? Doch, komm. Und zwar waren die im Magen von dem Haibutt, den Victor gestern gefangen hat. Er hat einen Haibutt von knapp 1,10 Meter gefangen. Und beim Ausnehmen haben wir gesehen, der hatte hier 4 Stück von diesen Kameraden noch im Magen sitzen. Genial, ne? Die waren noch gut, ne? Die haben fast noch gelebt. Ja, die kamen fast krabbelt wieder aus dem Magen raus. Die hängst jetzt ran. Und die hängst jetzt ran auf der Dingens, ja? Aber die, genau, die hänge ich mir schön hier so eine an. Das ist so eine frisch geschlüpfte. Da sieht man auch die Farbe, warum teilweise auch hier diese roten Gummifische so gut funktionieren. Mhm. Weil so sehen die Krabben aus, wenn die frisch geschlüpft sind bzw. gehäutet sind. Und es ist auch noch super weich. Das lieben die natürlich, ne? Ja, und Leute, was gibt es für einen besseren Köder als der, der schon mal im Magen eines Fisches drin war? Und der noch nicht wirklich verdaut war, sondern eigentlich noch am Leben. Ja, der hat quasi schon bewiesen, dass er fängig ist. Und absolut. Zwar absolut. Ja, den werde ich mir dranhängen für Steinwasser. Geil. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir trinken, wa? Ich würde sagen... einen reinen Korn, wieder mal. Ja, das oder so. Wir machen nämlich heute Abend, das müsst ihr auch wissen, heute ist ja der letzte Abend für Victor, weil die reisen morgen schon wieder ab. Wir werden wirklich eine gemischte Fischplatte machen. Victor hat einen Teil von seinem großen Haibutt räuchern lassen heute. Dann werden wir heute nochmal Köhler fangen, machen Fischnuggets, wir machen Salate, Guacamole, dies, das. Wir trinken, wir singen. Victor will tanzen, der hat einen Tanz vorbereitet für uns. Okay, reiner Korn, wir wollen los, wo bist du? Jetzt geht's ab, Victor! Und die Schweinswale haben uns gezeigt, wo sie sind. Geil. Oh ja, das ist ein schöner Fisch. Der ist gut. Oh, der hat 90 plus. Was? Ja, echt guter Fisch, Leute. Geil. Der hat 3 Meter unter Boot genommen. 3 Meter unter Boot? Ja, ja, ich hab's noch gesehen. Der ist vor allem ein paar Mal hinterhergegangen. Doppelt! Das ist der reine Wahnsinn hier! Oh Mann! Nein! Mein Topfhüller! Wahnsinn! Zeig mal her hier in die Kamera.
geiles Teil. Das ist ein Meterfisch, ne? Ja, der vor allem hat der richtig Gewicht, ne? Ja. Der ist richtig fett dazu. Jawoll! Schön, Rainer. Guck mal, wie breit die sind hier. Ja. Oh Gott. Hammer. Das ist echt, die sind aus wie Thune, ne? Das sind die Haftfälle, die aus dem offenen Meer reingezogen sind. Aber er kämpft ja auch geil. So, Leute. Wir haben gerade Flachwasseralarm gehabt auf eigentlich 450 Meter, weil alles voll mit Köller ist. Ich bin gespannt, was jetzt gleich einschlagen wird. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, Rainer. Rainer, die Maschine hat wieder zugeschlagen. Rainer. Oh. Oh. Maschinen-Rainer. Geilo. Aber der lässt sich nicht fangen. Der lässt sich nicht fangen? Meine Arme. Mein Gott. Wo drauf, Rainer? Auf den Rugolo. Auf deinen Gummifisch. Auf meinen Rugolo. Deinen italienischen Spieler. Langen Gummifisch. Ja. Da kommt er. Ja. Jawohl. Geiler Fisch wieder. Wow. Geil. Schön, Rainer Korn. Ja! Ja! Jawohl! Geil! Da hat's doch geklappt. Oh! 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 Richtige Maschine! Richtige Maschine! Oh! Alter! Alter! Maschine! Maschinchen! Oh! Leute, Doppeldrill. Oha. Der geht, wa? Der geht. Das ist ein Jutta. Ich glaube, das wird der Tagesbestfisch. Das wird der PB. Oh, boah. Und die Troy, die 50er, ist auf jeden Fall ein Belastungsgrenzen, würde ich sagen. Aber sie hat noch gerade, siehst du, ne? Ja, man kann noch was mit ihr machen. Auf jeden Fall. Leute. Ja, ein schöner Fisch. Geil! Das sind geile Granaten, ne? Das sind geile Granaten. Aber ich denke, dass wir hier den Weltrekord dran haben. Ich glaube auch, Rainer, das ist der neue Weltrekord. Boah, da ist er wieder. Wir geben ihm hier Salzwasser. Passieren, dass die Troy hier jetzt gleich in 1000 Stücke zerplatzt. Das war ja ein guter Witz. Das ist ja fast unmöglich. Jetzt so krach. Ich glaube, Hubertus wünscht sich keine bessere Route als sie in den Momenten. Sie macht einen guten Job, muss man ihr lassen. Muss man ihr wirklich lassen. Ja, eine gute Kombination aus Drillspaß und Power. Boah, da will er wieder. Oh. Da muss ich selbst einen Rainer Korn hinsetzen und die Kamera schnappen. Ich denke ja, dass so ein Fisch, den du jetzt hier landen wirst, Rainer noch nie in seinem Leben gesehen hat. Glaube ich auch. Boah, da will er wieder. Oh. So, jetzt ist er gleich bereit, um in die Pfanne zu Hall of Fame aufzusteigen. Da ist er. Da ist er, Leute. Ein Maschinenfisch. Ein Maschinenfisch, wieder einmal. Ein weiterer wieder einmal ein weiterer. Wahnsinns. Oh ja. Ich sag ja, so einen Fisch hat der Rainer hier noch nicht gesehen. Nee. Ah, jawohl. Schön. Geil. Zeig mal in seiner vollen Pracht. Wow. Richtiges Teil wieder. Ey, und wie schön auch die Flossen aufstellen. Einfach wunderschöne Fische, völlig. Muskulös, unglaublich. Ja. Geil. Das schreit nach einem Cover für die Kutter und Küste. So, Rainer hat wieder so einen D-Zug drauf. Oder ist ein IC? Ich glaube, ein IC. Boah, das ist wieder so eine Riesenmaschine, glaube ich, ne? Okay, das ist der pure Wahnsinn hier, das geht so ab.
So, die nächste Urmaschine von Köhler. Alles Meterfische hier. Wahnsinn. Alles Meterfische. So. Vicky hat auch einen drauf bekommen. Sieht nach einem Fisch aus, ne? Ja. Erst denkt man so ein kleiner, der war bei mir eben auch. Und dann lassen die raus. Okay. Geil. Also geil, mitten im Teich hier, ne? Ja. Boah, total. Total. Ja, auch ein. Jawohl. Doppeltrenner. Geil. Man denkt jetzt auch dran, er ist wieder kleiner. Wird ja wirklich kalt. Oh, jetzt gibt er Gas. Jetzt ist der Wahnsinn. Boah. Also, wenn er einfach so einfach mit. Ja. Muss eine gute Gruppe sein. Ist das ein Köhler? Ja. Ich hab ihn. Jawohl. Yeah. Richtig. Geil. Der ist ein bisschen kleiner wahrscheinlich als deiner. Oder der hat mal einen Biss oder was? Ja. Nächster Maschinenfisch dran. Diesmal auf dem Preker. Es wird vermutlich keine Haibut sein. Boah. Oh. Geil. Heftig. Boah, und du wieder weiter unten. Hey! Geil. Wollt ihr noch Fisch haben? Sollen wir den mitnehmen? Ja, mit. Ja? Gut. Aber jetzt ich. Ah, ich bin so. Hack ihn, ich bin Kescher. Ja, der ist jetzt gerade leider wieder weggetaucht. Der wollte wieder. Aber wenn wir noch einen fangen, ich mache auch mal mit. Dann. Rundum ist Haibutangeln eine Mischung aus Zander und Hechtangeln, Leute. Weil wir müssen ersten lass ihn runterkommen, dann lass ihn dreimal am Boden jiggen, ne? Um die Haibutte aufmerksam zu machen. Dann leiert die einfach nur ein beim Sandleiter. Okay, Leute. Nachdem wir jetzt schon mal Nummer 1 gefangen haben, Köhler, haben wir jetzt 10 Fische und noch 2 Haibut. Und dafür haben wir den ultimativen Haibut-Köhler. Hierauf hat der Victor jetzt gestern alleine 5 Stück schon gefangen. Ne? Unglaublich. Oh, hier liegen auch welche am Grund. Ja? Das sieht gut aus, ja. Das sind so. Könnte ein Haibut sein. Leute, Haibut am Start. Jawohl! Der ist durch. Sicher? Ja, der ist durch. Der ruckelt nicht durch. Aber? Aber hat gebissen wie ein Haibut. Hat in den großen Haibut gebissen. Ich bin gespannt, was man muss sich auch erstmal sozusagen einbissen, ja. Einbeißeln. Es gibt schon mal wieder ein gutes Gefühl, dass man alles richtig macht hier. Oh! Oh! Uiuiuiui! Hallo! Schönes Teil, wa? Ha, richtig gut. Toll. Ja, komm, den füge ich zu unserem Potpourri hinzu. Ja, wird der aufgegessen? Zum Räuchern oder was? Ja. Geil. So Leute, hier wird der Fisch immer noch direkt frisch ausgenommen. Ist einfach besser für die Quali vom Fleisch. Und man kann direkt immer mal checken, was die drin hatten. Was haben wir denn hier? Das sind die Seeigel, ne? Seeigel, ja. Boah, zieht euch das mal rein. Hier sind die Stacheln noch. Guck mal, die sind doch verrückt. Die fressen Seeigel einfach mal. Und da machen wir uns Sorgen, dass die irgendwie... Das heißt, den echt den Hintern auf, ey. Ja. Vor allem, was die für einen Schmerz empfinden im Maul haben müssen, wenn die einfach Seeigel fressen und die dann auch noch runterschlucken. Geilo!
Victor hat auch schon wieder einen dran. Kein Halbutt, aber ein schöner Dorsch. Zeig mal her, Victor. Alter, toller Fisch, ja. Richtiger Leopard. Geil. Petri-Wiki. Ja. Es sollte ein Halbutt werden, es ist ein Dorsch geworden. So Leute, neuer Spot, neues Glück. Hubertus ist unermüdlich. Genau, ich werde mal wieder alles auf Rot setzen und meinen Steinbeißer fangen mit dem ultimativen Köder. Ihr habt ja gesehen, der Rainer hat direkt die Köder ausgenommen. Das ist ein Tipp. Erstmal sind die dann frischer, zweitens ist die Leber hier. Ja, wir haben ja einen ganzen Eimer voll mit geiler Köhlerleber, vor allem die vom Köhler. Ist sehr, sehr gut, laut Rainer. Dann haben wir hier noch aus dem Supermarkt so ein paar Rekas, habe ich auch mit dran gehangen. Ne? Nennen wir sie einfach mal Garnelen. Genau. Und natürlich hier den ausgekotzten Krebs, oder der war ja aus im Magen von deinem Halbutt. Also wenn das kein krasser Köder ist, das muss knallen. So, das Ganze an so einem Chico-Jig ist eigentlich nur ein Pilka, wo dann hier nochmal, ne, zwei Einzelhaken dranhängen. An einem stabilen Stück Seil. Das lassen wir jetzt schön über. Das ist mein absoluter Traumfisch dieser Reise. Wenn ich den fange, dann flippe ich aus. So Leute, der Rainer fährt mich immer auf die geilen Spots, hält mich perfekt in der Strömung, dass ich vertikal angeln kann. Gerade nochmal Köder hochgeholt, den roten Krebs dran gemacht. Das muss klappen jetzt. Ich habe bei Zielfisch Nummer 1 dran. Aber noch ist er nicht im Cache. Ich bin so aufgeregt, Leute. Wir haben immer weiter probiert, die ganze Woche. Boah, da schlägt er rein. Das ist ganz... Zwischendurch stumpfe Schläge. Ich glaube, das ist auch ein guter Fisch, Rainer. Ja, Melle. Was könnte es denn sonst sein? Oh, komm schon, bitte lass ein Steinbeißer sein. Leute, alles ist ganz ruhig, weil eine Woche auf diesen Fisch geangelt wurde, auf diesen nicht dagewesenen, nicht beißenden Fisch. Lass es ein Steinbeißer sein. Ach, eine Scholle, auf wie süß. Ne, Spaß. Ich habe noch nicht gesehen. Mit Krebs oder was? Ja, mit dem Krebs aus deinem Heimbuch. Leute, das nennt man doppelte Verwertung, ja? Dieser Köder hat einen ökologischen Fingerabdruck, der war einfach auf Null. Leute, ich bin so aufgeregt. Boah. Oha. Oha. Wie tiefer war es denn hier, Rainer? 40 Meter. Ja, wir haben gerade noch gesagt, so, wir gehen jetzt mal runter ins Tiefe. Die Leitung ist schon ein bisschen tiefer. Ja. Und da. Yeah. Ja. Nee, Halbutt. Nein, Steinbeißer. Großer. Boah. Alter. Inside. Yeah. Oh nein, no. Geil. Und was für eine Granate. Boah, geil. Yeah. Boah. Mein Traumfisch. Geil. 10 Kilo plus, das ist... Alter, Gott. Rainer, komm her! Endlich! Oh! Und der Rainer hat mich so geil geguidet hier. Wir hängen hier. Das war aber auch anstrengend. Das war echt. Aber wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Victor! Faust auf! Und das im Hochsommer, wo überhaupt keine Saison für die Fische ist. Oh, Scheiße, ich habe gar nicht aufgenommen. Oh nein! Guck dir das an, Victor! Leute, das sind die das letzte Mal, wo ihr Hubertus Finger seht. Ja, das ist ein letzter Mess. Ja. Aber der lässt sich gar nicht so gut packen. Boah, zieh dir das mal rein. Boah, Wahnsinn. Wow, Hammer. Der König der Welt! Soho, wir sind wieder angekommen hier im Hafen. Ja, Rainer hat wie immer wahnsinnig grandios eingeparkt mit einem Zug. Super, wenn ihr hinten festmacht, damit das Boot nicht nach vorne schlägt. Du, hör mal, mach mal bitte erstmal das Boot fest, damit das Boot nicht so nach vorne schlägt, okay? Du, ich habe hier einen Schein an Bord. Du musst ihn noch machen, mein Junge, ja? Also. Zeig mal her. Du hast doch niemals einen Lappen. Wie viel wetten wir? Um ein Stück Steinbeißerfilet. Und den ganzen Steinbeißer. Nee. Musst du sagen, ich habe gefangen. Nee.
Und dann präsentierst du dich auch noch damit. Mal vor hier. Sport. Ach, er hat einen Sportbootführerschein. Wahnsinn. Das hätte ich niemals geglaubt. Und bin. Wahnsinn. Respekt. Anweisung befolgen. Respekt, dass du dir gefälscht gekauft hast. Das habe ich gelesen, dass es im Internet geben soll, dass man die für 30 Euro kaufen kann, gefälscht. Ich hätte auch 30 Euro sparen müssen. So Leute, wir werden jetzt schön diese herrliche Fischkiste hier versorgen aus wundervoll Dorsch, Köhler und diesen Kameraden hier. Und dann zeigen wir euch das auch noch, wie das kurz geht. Und dann kommt heute Abend das riesige Tasting. Wir werden einen leichten Überbiss, ne? So. Wie? So. Ja, ohne Witz, original wie Victor. So Leute, der Rainer ist ganz schockiert. Hallo, hier Action. Ja, Kamera läuft. Ja, so, was machen wir denn jetzt? So, Rainer. Ja. Wir wollen noch einmal den Fang präsentieren und sagen, was wir hiermit machen. Schau mal, hier ist er nochmal in voller Länge. Genau. Hier sind die anderen. Die Seelachse, die wir mitgenommen haben. Meter Seelachse. Meter 5, Meter ja, 5, Wahnsinn. Genau. Meter 5, Meter 2, ne? Genau. Und ein paar Kleine. Genau. So, Leute, ich bin ja eigentlich nicht so einer, ne? Aber den Kopf hier, den werde ich. Was werde ich damit machen, Rainer? Du wirst den präparieren lassen. Ganz genau, weil ansonsten wird er eh nur weggeschmissen. Und daher werde ich den vorsichtig jetzt abschneiden. Und so ein Gebiss, Leute, das findet man sonst nur bei Victor. Und da ich Victor ja nicht den Kopf, ne? Sonst würde ich auch deinen. Zeig nochmal deine Zähne. Ja, wunderschöne Zähne. Ja, genau. Also deswegen, das werden wir jetzt machen. Und dann zeigt Rainer mir, wie man den filetiert und aus der Haut holt. Genau. Schick. So machen wir das. Super. So Leute, so wird er an der Wand nachher hängen. Genau. Quasi so. Ja. Genau. Ah, geil. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Ja. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Richtig gut. Dann könnt ihr uns bald im Büro besuchen kommen in Köln. Wir werden dann einmal die Woche, gibt es quasi einen Fischmuseumstag. Genau. So, und jetzt? Gucken wir uns den Markeninhalt an. Mal sehen, was der hier drin hat. Es fühlt sich sehr, sehr hart an. Das sind Muscheln und Seeigelreste. Sieht schon mal sehr appetitlich aus auf jeden Fall. Boah, guck mal hier. Eine richtige Bouillabaisse sieht auch nicht anders aus. Alter, komplett hart, was der hier sich reinknallt, ne? Kein Wunder, dass der solche Zähne hat. Muscheln, Muscheln und Seeigelreste. Und kackt er das aus oder verdaut er das mit? Nein, kackt er aus. Was war das denn hier? Was ist das denn? Meine, das ist mal eine gute Frage. Krebs haben wir hier noch ein bisschen. Das sieht aus wie eine Koralle oder so. Ja, ja. Und das sind hier so. Auch Muscheln. Spiralnudeln, ne? Spiralnudeln. Ja. Wir hier auch wieder Muscheln. Mhm. Hier oben hat er auch noch was Spannendes. Da jetzt. Jetzt kommt jetzt der. Kommt der jetzt riecht es auch richtig gut. Kann man das riechen? Mhm. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das riecht. Ach, guck mal hier. Die kannst du gerne mit nach Hause nehmen. Guck mal, die ist aber hübsch. Wow. Ey, der hat aber Hunger gehabt. Der hat er nicht ordentlich gekaut. Nee, die, die ist ja nicht mal zerfallen. Guck mal, die ist ja noch ganz. Ja. So was hat der drin, guck mal. Und was ist da drin? Ein armer kleiner Einsiedlerkrebs. Den, ja? Guck mal, da guckt er noch da raus. Guckt der Rest raus. Das ist ja der Wahnsinn. Das frisst er einfach weg. Ja, sogar hier, zwei. Ja, die sind echt krass, was das angeht. Richtig, ne? Guck mal hier. Ja, das ist doch kein Essen, Leute. Da kann ja auch Beton essen. Ja. Also, das ist ja. Deswegen heißt er auch Steinbeißer, ne? Ja. Okay, also, Leute. Das Ding hier wird präpariert. Das Ding wird aufgefressen. Allerdings. Und zwar heute schon. Ja. Aber mit Teritaki-Soße. Mit Teritaki-Soße? Mhm, genau. Tiki-Taki-Soße. Genau, mit TikTok. Leute, ich habe übrigens TikTok. Abonniert mich auf TikTok. Hey, macht das besser nicht, Leute. Doch. Glaub mir. Da seht ihr nämlich den Drill hier live. Nee, mal, nicht. Du brauchst da jetzt eigentlich nichts zu machen. Nee? Nein. Also abonnieren bitte. Danke. Wow. Fettes Teil, wa? Halt mal den Hand dagegen. Gegen dieses Filet da vorne und so vor. Da seht ihr mal, wie krass das ist. Ne? Man sieht ja sonst die Proportion gar nicht, aber die ganze Hand, das ist also echt sehr gut im Futter dafür. So, der Dr. Rainer Korn, Sie können. Der Assistent Herr Ehrers steht schon parat. Also wenn du einen Tupfer brauchst, weißt du Bescheid. Ne? Okay. Also normalerweise mit dem Skalpell. Ne? Normalerweise mit dem Skalpell. Da wir jetzt aber ja den Kopf entfernt haben, weil der präpariert werden soll, ist das normalerweise da, wo man gegengreift, um die Haut abzuziehen. Das Rainer, das musst du aber jetzt hier nicht sagen, weil das haben wir doch im University in deinem Online-Kurs doch schon versucht. Das haben wir da gezeigt und deswegen schneide ich ihn jetzt nur ein, damit wir ihn ein bisschen besser filetieren können, weil wir haben echt eine Monsterhaut.
Da kannst du übrigens auch noch eine Tasche draus machen aus der Haut. Ja, geil, machen da wir. Kannst du ein Portemonnaie dir draus machen geil. Lassen. Und das werde ich dem Victor zum Geburtstag schenken. Zum Beispiel. Okay, das soll nur ein kleiner Snippet, ein kleiner Einblick sein, Leute. Wir zeigen euch gleich nochmal die fertigen Filets und wir zeigen euch, wie sie dann aussehen, wenn sie am Teller liegen. Jetzt gehst du schon durch? Jetzt gehe ich durch, ja. Damit auch die Klinge endgültig fertig ist. Da sind wir schon nichts mehr drauf. So, Herr Rainer, was hast du Feines in der Hand? So, jetzt haben wir hier den Dorsch, genau. Den du gerade filetiert hast. Auch so ein kleiner Tipp, ne? Dorschfilet am besten immer eine Nacht ziehen lassen im Kühlschrank, nicht direkt verarbeiten. Ja, Dorsch wird fester und kriegt eigentlich seinen Geschmack, kriegt es eigentlich erst, wenn es eine Nacht im Kühlschrank gelegen hat. Ja, ansonsten dann zerfällt das und wird zerbröselt. Zerfällt und Suppe, schmeckt ne? auch sehr neutral, ne? Ja, so und hier sind die anderen Filets, das sind die Köhler alias Seelachse. Das ist der Steinbeißer. Schaut euch das an hier. Wahnsinnsfiletlappen. Geil. Jetzt zeige ich euch mal, was wir hier Feines kredenzt haben. Was haben wir hier, Rainer? Was hast du hier gemacht aus dem Fang des Tages? Asiatischen Fischmix. Mit Pak Choi. Aha. Steinbeißerfilet, Dorschfilet, Seelachsfilet, Halbutfilet. Okay, alles drin. Hier haben wir Halbutsäume, richtig? Ein Bäckchen, genau. Da oben. Von dem seinen Kameraden seines Halbuts von gestern. Und hier haben wir. Konrad? Ein Salat. Algensalat und Algenguacamole mit selbst angebautem Reis hier. Lecker. Aus dem Delta, aus dem Cheshire Delta. So. Genau. Das werden wir uns jetzt noch schön gönnen. Daher, falls ihr es noch nicht schon getan habt, abonniert einfach den Kanal, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Hubertus und euer Rainer Korn. Rainer. Ganz genau. Und die geilste Crew hier von Ich geh angeln. Yes. Tschüssi. Tschüss.